braucht einen Landeshauptmann, bei dem die Steirer an allererster Stelle stehen. Und genau so jemand ist euer Mario. Er ist bodenständig, er ist mutig, er ist steirisch. Und mit eurer Hilfe ist er bald euer steirischer Landeshauptmann. Hier ist er, unser Mario Kunasek. Liebe Freunde, liebe freiheitliche Familie aus ganz Österreich und ich darf es mir erlauben, vor allen Dingen liebe steirische Freunde, die heute hier in der Schwarzelhalle sind, ich bedanke mich, dass ihr heute hierher gekommen seid. In die Steiermark, in das grüne Herz unserer wunderbaren Heimat Österreich, in das grüne Herz, liebe Freunde, das in einigen Monaten mit blauer Kraft schlagen wird. Mit blauer Kraft schlagen wird, liebe Freunde. Dafür werden wir gemeinsam sorgen. Und liebe Freunde, liebe Kameraden aus ganz Österreich, dass ihr heute hierher gekommen seid, ist ein starkes Zeichen. Ein Zeichen, dass euch eure Heimat nicht egal ist. Ein Zeichen, dass euch die Zukunft nicht egal ist. Und ein Zeichen, dass euer Herz rot-weiß-rot schlägt. Ich bedanke mich dafür und ich sage jetzt schon einmal Danke für die wirklich wunderbare Kulisse, die sich hier in der Schwarzen Halle befindet und vor allen Dingen auch für die positive Energie, die wir hier nach Österreich und weit über die Grenzen hinaus auch aussenden dürfen. Lieber Herbert Kickl, lieber Herbert, sehr geehrter Herr Bundesparteiobmann, ich glaube, es ist heute ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie geschlossen, wie stark die Freiheitliche Partei und die Freiheitliche Familie nicht nur an der Zukunft unseres Landes arbeitet, sondern vor allen Dingen auch, wie geschlossen und wie stark sie hinter dir steht. Ich bedanke mich auch bei dir wirklich von ganzem Herzen für deinen täglichen Einsatz, für das, was du leistest, und wir werden mit dir gemeinsam noch großartige Erfolge in diesem Jahr 2024 feiern dürfen. Lieber Herbert, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen. Und ja, liebe Freunde, liebe freiheitliche Kameraden aus ganz Österreich, wir brauchen Herbert Kickl. Wir brauchen unsere Funktionäre auf allen Ebenen, um diese Bundesregierung, diese schwarz-grüne Belastungsregierung bei der nächsten Nationalratswahl aus dem Amt zu wählen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es ist 11:05. Erinnern wir uns zurück, was haben Sie uns nicht alles versprochen? Ich kann mich gut erinnern, das Beste aus zwei Welten wird es werden. Das Beste aus zwei Welten. Und liebe Freunde, was ist es geworden? Das Schlechteste aus einer Art politischen Zwischenwelt. Gefangen in der schwarzen Korruption, der Abgehobenheit, der Ignoranz und gefangen in den grünen Tentakel des Klimawahnsinns und der Belastungen. Liebe Freunde, nur mit der Freiheitlichen Partei haben wir die Chance und die Möglichkeit, das viel zitierte Ruder für Österreich, für unsere Kinder und Kindeskinder noch einmal herumzureißen. Es braucht jeden von euch, jeden von uns und die volle Kraft und den vollen Einsatz auch im Jahr 2024. Und ja, liebe Freunde, natürlich wird es ein schwieriger Weg werden. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein vorsichtiger Mensch, wenn es darum geht, Erfolge zu feiern, die man noch nicht eingefahren hat. Es ist wie beim Fußball. Es dauert 90 Minuten und ein paar Minuten länger. Erst dann ist das Spiel gewonnen. Aber, liebe Freunde aus ganz Österreich, es wird diese Wende brauchen. Hin zu einer bodenständigen Politik. Hin zu einer Politik mit Hausverstand.
Und liebe Freunde, liebe Kameraden, mit voller Hinwendung zu unserem österreichischen Volk muss diese Politik passieren. Nicht mit der Hinwendung zu irgendwelchen ÖVP-Bonzen, zu irgendwelchen abgehobenen Menschen in Brüssel, zu den Bankers und Gusenbauers dieses Landes. Nein, zu den eigenen Menschen, zu den Hackern, zu den Arbeitern. Und jene, liebe Freunde, die täglich dafür sorgen, dass wir immer noch in dieser wunderbaren Heimat einiges an Wohlstand haben, der allerdings jeden Tag ein Stück weniger wird. Und liebe Freunde, ja, man könnte jetzt hier, und ich habe circa 20, 25 Minuten von der Regie bekommen, man könnte hier stundenlang stehen und die Verfehlungen dieser Bundesregierung hier natürlich zelebrieren. Ich möchte aber nur ein paar herausholen, wo ich glaube, dass wir alle am eigenen Leibe erfahren haben, sprichwörtlich, wie man mit uns umgegangen ist. Nehmen wir her den ganzen Corona-Wahnsinn. Was hat man hier nicht der Bevölkerung alles angetan? Was hat man hier nicht den Unternehmern angetan? Was hat man hier nicht auch unseren Kindern angetan und allen, die unter diesen unglaublichen Maßnahmen gelitten haben? Und lieber Herr Nehammer und liebe ÖVP und liebe Grüne, die Menschen vergessen das alles nicht. Zu glauben, das ist schon Geschichte und wir haben das vergessen, nein, das, liebe Freunde, vergessen die Menschen in Österreich nicht. Sie werden auch nicht vergessen, was sich im Bereich des Asyls abgespielt hat, im Bereich der Massenzuwanderung abgespielt hat, wenn man hier alles in das Land gelassen hat, unter dem Deckmantel des Asyls. Messerstecher, Vergewaltiger, Drogendealer, alles das, was man in Wahrheit in unserer Heimat in Österreich nicht braucht. Und die Freiheitliche Partei, wir waren die Einzigen, die immer gewarnt haben, genau vor dieser Situation, in der wir uns heute befinden. Ich bedanke mich aber bei euch, dass wir den Mut gehabt haben, es anzusprechen. Dass wir den Mut gemeinsam gehabt haben, uns auch den Mund nicht zu verbieten lassen, wenn es um diese Bereiche geht. Und ich bitte euch, ich fordere euch auf, diesen Mut auch weiterhin zu haben. Nur mit uns, liebe Freunde, bleibt Österreich unsere Heimat. Und ja, wenn wir ein Österreich haben wollen, wo es Selbstbestimmung gibt, wo es Freiheit gibt, wo es auch noch Leistungswillen gibt, und ich komme später noch hinzu, auch dazu, wo auch Leistung wieder etwas zählt, dann haben wir einen großen Auftrag in diesem Jahr. Und dieser große Auftrag lautet, unseren Herbert Kickl, unseren Bundesparteiobmann, unsere Lokomotive, das Herz auch unserer Partei in das Kanzleramt zu bringen, als Volkskanzler dort auch endlich wieder Politik für die eigenen Leute zu machen. Das wird eine riesengroße Aufgabe, aber sie wird uns, liebe Freunde, sie wird uns gelingen, wenn wir heute auch hier die gefüllte Schwarzenhalle auch ansehen. Wir dürfen aber, und ich sage das auch aus voller Überzeugung, wir dürfen aber auch die Wahl zur Europäischen Union nicht vergessen. Und Harald Wilimski hat heute vieles angesprochen in seinem kurzen Referat. Und ich darf das ein bisschen auch sagen in diesem Rahmen. Manchmal haben wir Freiheitliche diese Wahl zwar zur Kenntnis genommen, wir sind auch hingegangen, aber so richtig mit Herzblut haben wir da nicht Wahl gekämpft. Herausgekommen, liebe Freunde, ist genau das, was wir heute vorfinden. Ein Brüssel, eine Europäische Union, weit weg von den Anliegen der Bürger Europas. Eine Abgehobenheit, die leider auch durch das Verhalten entstanden ist. Deshalb bitte ich euch, diese Wahl am 9. Juni diesen Jahres, genauso wie die Nationalratswahl, als Wahl der Wende, als Wahl der letzten Chance, als Wahl der letzten Chance für Österreich und für Europa zu sehen. Mit voller Kraft, lieber Harald, werden wir dich und deine Mannschaft bei dieser Wahl auch unterstützen. Und geschätzte Freunde, liebe Kameraden, ein bisschen schaue ich schon auf die Uhr, aber hier in der Steiermark und als Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark und vor allen Dingen auch seit gestern darf es sein, offiziell großes Danke auch an meine Parteikameraden und Freunde hier in der Steiermark. Seit vorgestern bin ich der Spitzenkandidat für die Landtagswahl hier.
Und es sei mir deshalb auch erlaubt, und ich bitte auch um Verzeihung, wenn man jetzt hier über Persönlichkeiten spricht, die die Vorarlberger vielleicht nicht kennen, aber es sei mir erlaubt, auch einige Worte zu dieser Landtagswahl und vor allen Dingen auch zu den Aufgaben und Herausforderungen für die Steiermark hier auch entsprechend darzustellen. Liebe Freunde, spätestens im November dieses Jahres geht es um eine Weichenstellung auch hier in der Grünen Mark. Es gibt die Wahl zwischen dem, nehmen wir es einmal, altem System, zwischen Schwarz und Rot, Stillstand und Postenschacher und die Wahl etwas Neues, etwas Besseres, die Politik mit der Hinwendung zu den Steirerinnen und Steirern zu wählen. Und genau das, liebe Freunde, möchte ich mit euch gemeinsam in einer historischen Chance, aber auch mit historischer Verantwortung, mit euch gemeinsam in der Steiermark auch erleben und vor allen Dingen auch diese Wahl als Landeshauptmann gewinnen, liebe Freunde. Das muss unser Anspruch sein. Und ich sage ja ganz bewusst, wir müssen sie gewinnen, weil wir ja auch schon einige Male erlebt haben, dass man, auch wenn man ganz knapp daneben ist, wir haben 2015 ein Wahlergebnis gehabt mit 27%, die Volkspartei 28, die Sozialdemokratie 29, dass man sich dann immer auch trotzdem einhängt, auch das Souverän, nämlich das Volk und den Wähler, nicht respektiert und die Freiheitliche Partei ausgrenzt. Das heißt, nur mit dem ersten Platz wird es möglich sein, überhaupt diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin deshalb auch guter Dinge, dass uns das gelingen wird, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir erstens das beste Programm und die besten Inhalte haben und zweitens auch das beste Personal im Vergleich mit unseren Gegnern. Weil schauen wir uns einmal die Gegner nur kurz an. Das ist zum einen Christopher Drexler. Den kennt man vielleicht auch noch weiter über die Grenzen der Steiermark hinweg. Christopher Drexler, der nicht gewählte Landeshauptmann, der bei der letzten Landtagswahl nicht einmal eine Stimme gemacht hat. Das war damals noch Hermann Schützenhöfer, der dann übernommen hat und jetzt dieses Amt, mehr schlecht als recht, man darf das so sagen, auch ausführt. Einer, der von sich selbst behauptet, mit rund 20.000 Euro Bruttoeinkommen im Monat, zum Mittelstand zu gehören. Mit 20.000 Euro im Monat zum Mittelstand zu gehören. Ja, da frage ich mich, liebe Freunde, was sind denn dann die kleinen und mittleren Unternehmer? Was sind denn dann jene, die jeden Tag arbeiten gehen? Was sind dann jene, die jeden Tag auch versuchen, ihre Familien zu ernähren, wenn der Herr Landeshauptmann der Meinung ist, mit 20.000 Euro im Monat zählt er zum Mittelstand? Warum erzähle ich das, liebe Freunde? Das hat er übrigens in einem Interview gesagt, das ist nicht irgendwie eine freiheitliche Erfindung, in einem Interview gesagt. Warum erzähle ich das hier von diesem Rednerpult aus, liebe Freunde? Weil es zeigt, wie abgehoben und wie weit weg die Volkspartei und ja auch Christopher Drexler von den eigenen Bürgern, von den Steirerinnen und Steirern auch entsprechend Politik macht. Wenn ich diese Denke habe, liebe Freunde, dann kann ich nicht Politik für die Leistungsträger dieses Landes machen. Deshalb sage ich ja, ich bin einigermaßen dankbar, Christopher Drexler als Gegner zu haben, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass auf der persönlichen Ebene meine Person, unsere Mitstreiter in der Steiermark dieses Spiel und dieses Match auch gewinnen werden, liebe Freunde, wenn man sich diese Aussagen anschaut. Und liebe Freunde, ja, das, was auf Bundesebene gilt, wo ich gesagt habe, es braucht Politik, die bodenständig ist, mit Hausverstand, dann gilt es auch hier in der Steiermark selbstverständlich. Weil die großen Themen der Migration, der Teuerung und vieles mehr spielen sich auch bei uns in der Steiermark ab. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Steiermark haben wir schon noch ein riesengroßes Problem, das auch der Herr Landeshauptmann in seiner ehemaligen Funktion als Landesrat für Gesundheit und Pflege zu verantworten hat. Wir haben Spitalschließungen, wir haben Leitspitalsfantasien in Lietzen, wo man plant, drei Krankenhäuser zuzusperren
um ein neues auf irgendeiner Sumpfwiesen irgendwo zu errichten, wo die Bevölkerung es ablehnt, wo alle Parteien, also die Volkspartei, der Meinung ist, dieses Krankenhaus wird die Gesundheitsversorgung nicht verbessern. Und der Landesrat, es ist nicht nur Ihre persönliche Art des Umgangs mit den Menschen, wo man manchmal das Gefühl hat, er ist ein bisschen deplatziert bei einem Feuerwehrfest, irgendwo auch bei den normalen Menschen, eher mehr im Bobo- und Schickimicki-Milieu, da fühlt er sich wohl. Es sind auch die politischen Spuren, die dieser Herr Drechsler in der Steiermark hinterlassen hat, wo wir Freiheitliche mit voller Kraft auch dagegenhalten werden, wenn es darum geht, die bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle Steirer, ganz gleich, ob der in Murau, in Lietzen, in Radkersburg oder in Graz lebt, auch entsprechend sicherstellen. Ich bitte euch auch hier um volle Unterstützung in diesem Bereich, einem ganz wichtigen Bereich, der uns alle irgendwann einmal treffen wird. Deshalb kann ich den Herrn Landeshauptmann nur auffordern, von diesem gesundheitspolitischen Irrweg abzugehen und wieder auf die rechte Spur zu kommen. Ihr wisst ja, die rechte Spur, die finden die Freiheitlichen. Wir haben es gefunden, aber die Volkspartei findet es immer dann, wenn die Freiheitliche Partei stark wird. Dann findet man die rechte Spur. Man blinkt auf die rechte Spur, wenn es geht, strengere Maßnahmen im Bereich der Migration zu finden. Bei der Staatsbürgerschaft muss man was tun. Dann blinkt man in die rechte Spur und biegt dann aber meistens oder leider immer trotzdem links ab. Sogenannte politische Geisterfahrer, könnte man fast dazu sagen. Deshalb, liebe Freunde, wird es notwendig sein, diese Veränderung auch herbeizuführen. Und das geht eben nur mit uns. Und wenn wir von einer Spur reden, möchte ich hier nur noch ein regionalpolitisches, aber für die ganze Region wichtiges Thema ansprechen. Wenn wir von dieser Spur sprechen, die uns oftmals fehlt, dann fehlt uns auch die dritte Spur hier entlang der A9, wo ich sage, ein unglaublicher Wahnsinn, was sich hier abspielt. In einem der schnellst wachsenden Räume Österreichs, in einem der schnellst wachsenden Wirtschaftsräume Österreichs, nämlich den Süden von Graz, hier im Rahmen der grünen Ideologie diese dritte Spur bis heute nicht umzusetzen. Deshalb sage ich, liebe Freunde, es ist nicht nur der Landeshauptmann, es ist auch sein Stellvertreter, und jetzt kommen wir schon richtig tief in die steirische Materie, den kennt man nämlich nicht einmal in der Steiermark, kennen den alle. Das ist der Anton Lang, der ist zuständig für die Infrastruktur, der ist zuständig dafür, dass wir diese notwendige dritte Spur, den Ausbau, endlich einmal bekommen würden. Dieser Anton Lang ist der Vorsitzende der Sozialdemokratie, der SPÖ, ein, nehmen wir es einmal, braver Verwalter, aber kein Gestalter. Ein sehr leiser, er geht immer so eineinhalb Schritt hinterm Landeshauptmann. Ich war mal Minister, eineinhalb Schritt, wisst ihr, das ist, wer da hinten geht, hinter dem Verteidigungsminister, der Adjutant geht da dahinter übrigens. Beste Grüße, er ist nämlich da, Oberst Koller, mein ehemaliger Adjutant des Verteidigungsministers, schön, dass du da bist. Aber der ist manchmal auf vier gekommen, also der ist nicht nur eineinhalb Schritt hinten gewesen. Aber der Toni Lang ist der Adjutant des Landeshauptmanns, der geht da hinten nachher, der sagt nie was, der sagt auch zum Gusenbauer nichts. Er lässt das alles sozusagen an sich vorbeigehen und hofft natürlich mit dieser, nehmen wir es einmal Taktik, aber es ist keine Taktik, er ist einfach so, vielleicht das Eizerl eben auch zu haben, um Erster zu werden. Lieber Anton Lang, ich würde mir eines wünschen, auch hier in der Steiermark, dass die SPÖ endlich einmal abgeht von diesem Irrweg, die Freiheitliche Partei immer auszugrenzen, weil sich die Sozialdemokratie damit natürlich auch der Volkspartei bedingungslos ausliefert. Und ich glaube, es würde auch der SPÖ einmal gut tun, über diese Unnötigkeit einmal nachzudenken und einmal zu schauen, wo sind die Inhalte, wo gibt es die Schnittmengen, und das kann man auch mit der Freiheitlichen Partei umsetzen, liebe Freunde. Und dass das alles nicht einfach wird, das steht außer Streit. Mit besten Grüßen an unsere politischen Gegner, mit besten Grüßen auch an den einen oder anderen Medienvertreter, der heute hier ist, die schon die Messer wetzen, ne, für das nächste halbe und dreiviertel der Jahr. Eines sind Ihnen ausgerichtet. Wenn ich von einer geschlossenen freiheitlichen Partei spreche, vom Bundesparteiobmann bis runter in die Gemeindestuben,
dann wird diese geschlossene Freiheitliche Partei es nicht zulassen, dass irgendjemand von uns ausgeschlossen wird, nicht zulassen, dass unser Erfolgsweg entsprechend aufgehalten wird. Und ich persönlich, liebe Freunde, werde es auch nicht zulassen, dass mir die Kraft und die Energie für unsere Steiermark ausgeht. Das kann ich euch versprechen, ganz gleich, was hier noch alles auf uns zukommen wird. Kommen wir langsam zum Ende. Habe ich schon, glaube ich, überzogen ein bisschen. Eines möchte ich aber schon noch hier anmerken. Ich habe es gestern schon einmal gesagt in einer Pressekonferenz. Ich werde nicht, sollten mir die Steirer das Vertrauen geben, ich werde nicht der Landeshauptmann für alle sein. Das wäre der erste Reflex auf die Frage, sind Sie Landeshauptmann für alle? Natürlich. Ich werde das nicht sein. Ich werde nicht der Landeshauptmann der Islamisten sein, der Terroristen sein, jener sein, die sie bei uns in die Hängematte legen. Ich werde nicht der Landeshauptmann sein, jener, die glauben, das System ausnützen zu können. Ich werde, wenn mir die Steiermark und die Steirer das Vertrauen geben, der Landeshauptmann der Leistungsträger sein, der Familien, der alleinerziehenden Mütter, der Unternehmer, der Bauern, der Hacker, all jenen, die dafür sorgen, dass diese Gesellschaft funktioniert. Und um die Raubritter des Sozialsystems, da dürfen Sie gern die anderen kümmern. Wir stehen für diese Leistungsträger und für die normalen, ich betone, die normalen Menschen in diesem Land, liebe Freunde. Ich möchte mich am Ende meiner Ausführungen trotzdem bei einigen persönlich bedanken für den durchaus erfolgreichen, manchmal auch steinigen Weg 2023. Ich beginne hier nicht die Chronologie, es gibt keine Chronologie, keine chronologische Reihenfolge, aber ein paar Persönlichkeiten möchte ich hier herausstreichen. Der erste, ohne den es alles nicht möglich wäre, ist unser Bundesparteiobmann. Warum sage ich das hier noch einmal? Weil er das Herz am rechten Fleck hat. Weil er die richtigen Themen angesprochen hat, wo sich die anderen noch in irgendwelchen Träumereien und Fantasien befunden haben. Weil er, und das ist mir ganz, ganz wichtig, immer auch für uns da ist, wenn man ihn braucht. In schwierigen Zeiten, wenn es einem einmal nicht mehr gut geht, wenn man mal Probleme hat, auch das darf passieren, dann weiß ich, ich kann den Herbert Kickl anrufen, er ist für mich da und er steht hinter mir. Lieber Herbert, ich bedanke mich dafür, für deine Politik, aber auch, wie du als Mensch bist. Ich möchte mich bedanken, liebe Freunde, bei euch allen, weil das ist kein Projekt, was wir hier entsprechend vorhaben in diesem Jahr, wo man alleine oder da vorne der Ehrentisch oder die zwei, drei Ehrentische das alleine erledigen können. Ihr seid es, die mit eurer Kraft, mit eurer auch Zuversicht, mit der positiven Energie, die man auch hier heute hier spürt, uns auch den Rücken stärkt und diese wichtigen Erfolge überhaupt ermöglicht. Und da möchte ich mich stellvertretend bei diesen Basisfunktionären, und ich hoffe, sie ist jetzt da, bei einer, wie es bei uns immer so heißt, bei einem kleinen Funktionär bedanken. Das sind keine kleinen Funktionäre, das ist das Rückgrat auch unserer Partei. Unsere Bezirksparteiobfrau in Graz-Lent, Jutta Boglitsch, hat heute ihren 66. Geburtstag. Liebe Jutta, ich bedanke mich bei dir. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Mit 66 fängt das Leben erst richtig an, hat es einmal geheißen. Und ich bedanke mich auch für deine Zuwendung zu mir und unserer Freiheitlichen Partei. Und bedanken möchte ich mich auch bei meiner lieben Sabrina, meiner Ehefrau, der besten Mutter, die sich mein kleiner Theo nur wünschen kann, aber vor allen Dingen auch der besten Frau, die sich einer nur wünschen kann, der eh nie daheim ist, der genau das braucht. Bedingungslose Unterstützung. Sabrina, ich danke dir dafür und entschuldige mich schon jetzt, ich bin heuer noch weniger daheim, aber ich sage es ja schon seit einigen Jahren, wir sehen, es wird alles besser werden.
In diesem Sinne, liebe Freunde, wir haben vieles vor. Wir haben riesengroße Chancen als Freiheitliche Partei. Es wird die letzte Chance sein für Österreich und Europa. Es wird die letzte Chance in vielen Bereichen auch für die Steiermark sein. Deshalb bitte ich euch jetzt auch dieses Jahr mit voller Kraft und voller Energie, mit bodenständiger, ehrlicher und mutiger Politik mit uns gemeinsam zu gestalten, für unsere Heimat, für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. Alles erdenklich Gute, Glück auf, danke, dass es euch gibt.